Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einbrechersimulator aka Thief Simulator. Meine Damen und Herren, es könnte sein, dass ich am Ende der letzten Folge ein wenig dumm war. Das passiert ja immer so selten bei mir. Also ich bin ja echt klug. Leute, wir sollen diese Kamera hier markieren und ich habe noch ein paar extra Jobs angenommen. Und zwar Gemälde zerstören und auch Weingläser. Und die geben so viel Money. Ich habe gesagt, dass ich für das Markieren ein Fernglas brauche. Das stimmt nicht, meine Damen und Herren. Es könnte sein, dass wir heute wirklich einen dicken Fisch hier haben. Und zwar markieren. Zack. Oh, Winnie ruft an. Du weißt, wie man ein Handy zerschmettert, oder? Schau zu, dass du es weißt. Stehle das Tablet mit den wichtigen Daten. Okay. Kamera auf die Hausfassade. Ja, dann muss ich wahrscheinlich hinten rum. Ich kann keinerlei Informationen bei denen kaufen oder sonst was. Und ach so, was ihr vielleicht nicht mitbekommen habt. Ich habe die Vase aus der letzten Folge verkauft und die war 1500 Dollar wert. Mega krank. So, wir gehen jetzt mal nach hier hinten. Ich sehe auch niemanden von den Bewohnern. Doch. Hä? Da ist doch gerade die Tür aufgegangen. Was ist das hier? Mal gucken. Ist das die Elektronik? Tatsächlich. Die kann ich wahrscheinlich kaputt schlagen und damit alles außer Gefecht setzen. Und? Ah ne, warte. Ich kann auch einfach das hier drücken. Elektrizität wird fließen. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Einmal rum. Oh Gott, hier sind viel zu viele Leute. Aber ich glaube, mich sieht niemand. Zack. Nummer 2. Nummer 3. 4. Ich glaube, von denen ist auch einfach niemand zu Hause. Weil sonst wäre doch da ordentlich Heckmeck. Die sind wahrscheinlich im Urlaub. Und jetzt kann ich hier ordentlich plündern. Gemälde zerstören oder stehlen. Okay, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das lege ich mir hier schon mal schön zurecht. Zack. Okay, die müssen noch mega viel Kohle haben. Warte mal, aber erstmal die Weingläser. Das sind nicht die richtigen wahrscheinlich. Ich muss nach oben. Hier ist auch noch ein dicker, fetter Fernseher. Goldener Kelch. Nehme ich auch nochmal mit. Ein Safe. Okay, den müssen wir mitnehmen. Ich habe aber nicht mehr lange Zeit. Komm, schneller. Jawohl, jetzt noch das letzte. Jawohl, er ist offen. Ein Amulett. 2. Oh Gott, hier darf ich nicht rein. Das Auto ist alarmgesichert. Ich muss nach hier vorne. Hier liegt noch Geld rum. Nein, noch ein Safe. Komm schon. Erste Zahl. Die zweite. Und nochmal, komm. Jawohl. Und der ist auch offen. Safe öffnen. Zack, stehle das Tablet. Ich nehme noch die E-Gitarre mit. Hier ist noch 150 Dollar. Wo sind denn die Weingläser? Hier sind Weingläser. Jawohl, Aufgabe erledigt. Sehr gut, ich habe noch 60 Sekunden Zeit. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Grüne Vase. Warte mal, Items. Was kann ich wegpacken? Tablet muss ich mitnehmen. Die E-Gitarre ist verdammt schwer. Aber das ist eine E-Gitarre, die muss doch mega viel wert sein. Ich muss unbedingt vielleicht einen goldenen Kelch weg. Einen fallen lassen. Dafür nehme ich die grüne Vase. Hier sind nochmal Dollar. 50. Hier ist nochmal Geld. Blaue Vase kann ich nicht tragen. Gelbe Vase auch nicht. Ich muss jetzt gleich raus. Oh, ich darf nicht vergessen, ich muss den Fernseher auch mit rausnehmen. Ah ne, das Gemälde. Zack. So, hallo, guten Abend. Ja, mein Auto steht immer da so komisch. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Etwas Düsteres tun. Ich mache hier nichts Düsteres. Ich packe hier nur ein Gemälde in mein Auto. So, tschüss. Elektrizität wird fließen. Warte, wir gucken uns das noch an. Jawohl, und alles ist an. Die Polizei wurde allem. Nein! Durchfahren, durchfahren! Zu Hause? Jawohl! Wir wurden erwischt. Alter, wie viel Pech kann man und gleichzeitig Glück kann man denn bitte haben? Das Tablet, das du hast, ist einzigartig. Mache es kaputt und schicke es mir als Beweis zu. Okay, ich brauche Elektronik Skill Level 1. Aber erstmal gucke ich ganz kurz, ob ich was auf Black Bay verkaufen kann. Autoteile, Elektronik, Küche, sonstiges. Ne, die wollen eine Gitarre Taylor oder Washman. Oh Gott. Jetzt kann ich auch hier Sicherheitstipps von denen kaufen. Aber das hat sich echt gelohnt. So, jetzt gucke ich mal kurz bei Skills. Um Elektronik. Ah, das kann ich lernen. Zack. Und auch Autodieb. Autoteile entfernen. Stehle Autos, ohne den Alarm auszulösen. Ja, das werde ich auf jeden Fall erlernen. Ich will ein Autodieb werden. Zack. Mega geil. Oh, Winnie ruft nochmal an. Zeit für deine Hacking-Skills. Stelle sicher, dass du die richtigen Werkzeuge hast. Oh, jetzt brauche ich mega viel Kohle auch. Hacking-Werkzeuge. Ja, okay, warte mal. Wir fahren jetzt erstmal. Erstmal werde ich jetzt meine ganzen Sachen wegpacken. Zum Pfandhaus. Guten Tag. Willkommen. Hallo. Ja, ja, warte. Erstmal mein tolles Bild. Nimm das mal. Zack. Was? Ich muss die Armbänder auseinandernehmen. Aber das verkaufe ich erstmal. Goldener Kelch.
Nee, die Armbänder werde ich auseinandernehmen. Wenn du das auseinanderlegst, könnte ich interessiert sein. Yeah, die E-Gitarre verkaufe ich nochmal. Grüne Vase. Okay, wartet, jetzt erstmal wieder zurück nach Hause. Ich habe auch genügend Kohle für das Hackerwerkzeug. Ich muss allerdings das Armband auseinanderpacken. Armband auswählen. Oh, okay, Leute, ich habe jetzt so gut wie alle Schmuckstücke komplett auseinandergenommen. Nur noch das hier. Dankeschön. Und jetzt sollte ich das auch easygoing verkaufen können. Hello, my friend, da bin ich wieder. Ja, Smaragdarmband verkaufen und Armband verkaufen. Sehr gut. Ich kaufe das nicht. Reinige es und wir können reden. Ja, warte mal. Ich habe jetzt $8,700 als Oppi, Alter. Das Hackerwerkzeug kann ich mir auf jeden Fall leisten. Genau, Hackingwerkzeug. Pickpistole. Okay, nee, aber ich soll ja erstmal das hier. Zack. Und jetzt hacke das Tablet zu Hause. Gesperrt. Auswählen. Oh, was soll ich denn jetzt machen? Ach so, ich muss die Sachen hier drehen. Wo soll ich denn hin? Ah, nach da unten. So, nach oben. Kein Problem für P-Diesel. Bin ja super intelligent. Das kann ich drehen, das kann ich drehen. Und geöffnet. Yo, Winnie, ich habe erfolgreich gehackt. Gute Arbeit, jetzt sind wir erst einmal fertig mit dir. Schicke mir nun das Tablet über Black Bay. Ah, okay. Ja, ja, mache ich. Black Bay. Elektronik. Yo, nochmal 600. Dankeschön. Ja, am besten lernt man aus der Praxis. Ich kenne ein altes Auto, welches du mir mitbringen könntest. Zur Wartung selbstverständlich. Als ob. Tutorial? Auto kurz schließen. Ältere Wagen können auch kurz geschlossen werden. Prüfe erst die Elektronik unter dem Lenkrad. Ja, absolut kein Problem für mich, Alter. Ich bin Profi. Aber warte mal, 104? Wann sind denn die zu Hause? Ach, Mist, ey, ich habe dazu kaum Infos. Warte mal, ich mach das lieber. Obwohl, es ist relativ hell hier überall. Ich fahr einfach dran. Junge, full YOLO. Zack. Da unten schläft jemand. Wie komme ich denn bei euch in die Garage? Warte mal, kann ich hier einmal außen rum? Ah, die Ranken hoch. Ja, perfekt. So, einmal knacken. Zack. Und es ist offen. So, wo ist die? Die ist unten. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, denn ich muss auch nach unten. Oh, goldener Kelch. Warte mal, der... Okay. Warte, aber hier ist die Garage. Alles gut. Ich mach mal hier zu. Oh, oh. Das hat die gehört. Ab auf die Fahrerseite. Nein! Dazu brauche ich die Pickpistole. So viel Kohle habe ich doch noch gar nicht. Die sind beide unten. Vielleicht kann ich ja hier ein bisschen was klauen. Habt ihr irgendwas Wertvolles hier? Ich kann nicht nach unten. Dann werde ich auf jeden Fall gecatcht. Wenn, muss es hier oben noch was Geiles sein. Ja, toll. Muss ich sogar so einen blöden goldenen Kelch mitnehmen. Haben die noch mal Geld hier irgendwo rumliegen? Nichts mehr? Ach, Mann, Alter. Ihr wart auch mal reicher. Oh, warte. Ein Receiver, ein Kerzenständer. Oh, Junge, ich bin so tief gesunken. Ich klaue jetzt schon Kerzenständer. Oh, eine Vase? Die haben mir schon mal ganz gut Kohle gebracht. Vase groß. Oh, der Leuchtturm. Nehme ich, glaube ich, lieber als den Lautsprecher. Oh nein, da kommt jemand. Schnell rüberwerfen. Oh Gott, okay, nimm den Leuchtturm. Wer ist da an meinem Wagen? Lassen Sie mich in Ruhe. Oh Gott, mein Bild. Nein, nein, Sie kommen. Sie werden mich catchen. Ah, verdammt. Mist. Checkpoint laden. Oh, Mist. Und dann kriege ich nicht mal das Geld. Oh, Gott. Okay, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Geld machen. Ich weiß gar nicht, wie viel kostet denn dieses Pick-Ding. Egal, ich muss nach Hause, um neue Jobs anzunehmen. Okay, da bin ich wieder. Hallo, hallo, hallo. Pick-Pistole. $8,000. Junge, was? Nee, ich muss jetzt hier was machen. Fenster im zweiten Stock einschlagen bei den Smiths? Nee, ich gehe zu den Johnsons. Deko zerstören? Da muss ich nur zerstören. Obwohl, ich könnte auch bei den Williams einbrechen. Da kriege ich auch Spüle zerstören. Wo habe ich denn mehr Infos? War ich schon mal bei den Williams? Scheinbar nicht. What? The Williams. Ich gehe da einfach hin, Alter. Sicherheitstipps. Ach, komm. Ich könnte doch jeden Job hier annehmen. Ist doch vollkommen Banane. 103. Ich glaube, ich war noch nie bei den Williams. Hier kann ich doch mein Auto parken. Das ist doch jetzt nicht komisch, oder? Ausgang ist versperrt. Ja, dann parke ich eben hier. Direkt vor der Haustür. Hallo Familie Williams. Guten Tag. Ich kundschafte nur kurz aus. Ja, sie haben scheinbar... Oh, warte mal. Jetzt markiere ich mal. Routine der Anwohner erfasst. Mal sehen. Das sollte ich eigentlich immer machen. Das spart voll viel Kohle. Naja, okay. Aber ich sehe das nur für einen bestimmten Zeitraum. Das bedeutet, ich muss irgendwann später wiederkommen. Ich kundschafte jetzt aber erstmal aus. Wie das denn... aussieht, wie ich am besten reinkomme. Ja, ich muss, glaube ich, hier durch die Vordertür direkt. Woanders komme ich nicht rein. Oh, Verkehr blockiert.
Junge, da kommst du doch 7-mal rum. Du willst mich doch verarschen. Was? Die Polizei wurde alarmiert? Lauf weg oder versteck dich? Junge, ich habe aus Versehen ein Auto gerammt. Ja, war vielleicht auch mit voller Absicht, aber ist doch egal. Fahr ich halt da wieder hin. Aber erstmal auf dem Parkplatz. Warte mal, 8 hatten wir sowieso gerade. Ja, dann gucke ich mal, was so um 23 Uhr werden die alle zu Hause sein. Ich schlafe mal bis 16 Uhr. Weil dann müsste ich doch das hier alles bekommen. Irgendwie ist es schon chilliger, da nicht dauernd hinzufahren. Weil jetzt muss ich sie wieder markieren. Routine des Anwohners erfasst. Vor allen Dingen komme ich da doch gar nicht hin. Ich muss das wahrscheinlich nachts machen. Wenn die alle schlafen. 22 Uhr. Ja, die Frage ist, pennen die alle schon? Ja, die schlafen alle schon um die Uhrzeit. Geil. Dann gehen wir doch mal direkt vorne rein. Oh, ich komm, bitte geh nach links. Nach rechts. Nach rechts. Ja, sehr gut. So, einmal rum. Zick. Guten Abend. Hier ist der nette Einbrecher von nebenan. Was? Ein elektronisches Türschloss? Okay, jetzt wird erstmal gescannt. Nein, ich kann nicht durch die Tür scannen. Da sitzt aber jemand. Die muss ich doch scannen können. Okay, Routine der Anwohner erfasst. Die verlässt auf jeden Fall das Haus. Aber ich kann hier halt nicht einbrechen. Nein, der Einbruch wurde entdeckt. Ich muss weg. Oh, und da kommt schon die Polizei. Ich muss hier weg. Mann! Ich gehe jetzt nochmal rein. Nee, warte, es bringt nichts reinzugehen. Weil ich auch einfach nicht reinkomme. Doch! Na klar! So, drehen. Zack. Jetzt wieder schön die Tür zumachen. Weil ich kann hier vorne hochgehen. Das ist perfekt. Dann gehen wir nämlich hier rum. So. Einmal schön drehen. Ja, und? Was? Nein, durch die Tür! Jetzt weiß ich. Och, nein! Die bemerkt das, weil ich... Okay, ich muss warten, bis sie raus ist. Ich lasse mich jetzt catchen. Hey, kommt doch! Checkpoint laden. Okay, kein Problem. Ich warte jetzt einfach hier. Bis die aus dem Haus ist. Und dann werde ich schön einbrechen. Dann schnappe ich mir alles, was ihr habt. Damit ich hier locker flockig... Alter, ich brauche echt nochmal... Es hat 8.000 gekostet. Circa 4.000 Dollar Beute. Ist möglich. Weil wenn ich die beiden Jobs mache, habe ich schon allein 800. So, jetzt komm. Raus aus dem Haus mit dir. Kann ich sie gleich markieren. Jawohl, da ist die Zielperson. Die andere ist da. Guten Abend. Ja. Guten Tag. Und sie ist, hat sich einfach wegteleportiert. Okay. Jetzt das einmal hier. Ganz in Ruhe. Zack, ist offen. Die sollte ja nichts checken. Die sollte mich eigentlich auch nicht hören. Hochklettern. Einmal hier. Zack, 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 zack. Einmal schön rumdrehen. Und einmal rein. Durchs Fenster. Ganz ruhig. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Vase. Oh, teurer Wein. Aber Wein ist doch... Ich weiß es nicht, ob Wein viel wert ist. Aber doch, das sind reiche Leute. Oh, die Vase. Lampe stehlen oder zerstören? Ich zerstöre die, glaube ich. Was will ich denn mit der? Danke fürs Geld. Jetzt nochmal ihre Spüle zerstören. Was ist das denn? Tränentrophäe. Ich suche hier eher Geld. Aber ich muss jetzt erstmal nach unten. Ganz ruhig. Einmal die Spüle zerstören. Oh, eine Konsole. Die X. Oh Gott. Oh Gott. Wie soll ich denn an die Spüle rankommen? Nein. Hier liegt Geld. 50 Dollar. Ey Leute, ich komme so nicht an die Spüle ran. Und ich muss den ganzen Job ausgeführt haben, bis die eine wieder da ist. Aber wie kriege ich die jetzt da weg? Die wird mich jedes Mal sehen. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Xbox mit. Ist sie noch da? Sie steht da die ganze Zeit. Will sie mich verarschen? Okay, das bringt nichts. Ich habe zumindest ein bisschen Geld gemacht. Ich brauche jetzt einfach noch mehr. Gucken jetzt mal hier. Goldener Kelch bringt nichts. Ist hier irgendwo... Jawohl, hier ist ein Safe. Nein, Auto wurde an einem seltsamen Ort geparkt. Die Polizei sucht dein Auto. Ja, ist ja egal. Die wissen ja nicht, wo ich bin. Ich laufe dann einfach raus. Jawohl, nur noch eine Zahl. Ja, ja, jetzt gleich. Jawohl, hier muss richtig viel drin sein. Was? Was? 150, nee, doch. Da war noch ein Armband. Was ist hier noch? Was will ich denn mit einem blöden Router, Alter? Ist die unten jetzt mal weg? Steht die da immer noch? Will die mich verarschen? Ich mache jetzt hier einfach die Tür zu. Der bringt mir ja nichts. Oder? Wartet. Ja, den Fernseher habe ich trotzdem. Na, die Polizei ist direkt bei meinem Auto. Und ganz viele Leute. Jetzt kriege ich... Oh nein, ich kriege den Fernseher wahrscheinlich nicht durchs Fenster. Doch. Jawohl. Einmal raus aus dem Fenster. Durchgeklettert. Oh Gott, die Leute werden mich sofort verpfeifen.
Nein, die Polizei sucht dein Auto. Ja, ist mir egal. So. Zack, wo ist der Fernseher? Gib mir doch den scheiß Fernseher! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die verfolgen mich, die verfolgen mich! Nein, ihr kriegt mich nicht. Da vorne ist auch noch Polizei. Ich muss irgendwo rein. Ich muss irgendwo in den Dumpster oder so. Ich renne einfach raus aus der Stadt. Scheiß auf den blöden Fernseher. Einfach raus. Wir securen die Kohle. Ich will das nämlich jetzt nicht nochmal von vorn machen zu Hause. Oh, Junge. Egal, ich habe den Schmuck. Ja, das Smaragdarmband. Okay, neue Tipps verfügbar. Ist egal. Können wir irgendwas auf eBay verkaufen? Ja, die Trophäe. Na toll. Autoteile habe ich keine. Küche. Nee. Müssen jetzt gucken, wie viel wir fürs Armband bekommen. Pfandhaus. Oh Mann, oh Mann. Welcome back. Hallo, ja, welcome back. 1500. Oh, ich muss erstmal wieder auseinander. Aber die Konsole. Schön, nochmal 700. Ja, und der Wein war ein Flop. Das Armband auseinandernehmen. Dann sind wir schon nah dran. Okay, auseinandergenommen. Dann schön jetzt verkaufen. Aber wir sind trotzdem noch nicht bei 8000. Welcome Hi. Back. 1500 verkaufen, dankeschön. Ey, es fehlen echt nur 1200. Aber die 1200 holen wir uns beim nächsten Mal, meine Damen und Herren. Das war's mit dem Einbrechersimulator, aka Thief Simulator. Leute, lasst eine Bewertung da. Hier sind Videos verlinkt. Einfach draufklicken und dann seid ihr direkt beim Video. Leute, habt dann noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.